90. Der Imperator will es nicht. Der Waffengeist hat sich erinnert, was der Auftrag war. Ja, du siehst die grün leuchtende Klinge, du denkst wieder ein bisschen zurück an Karlak, an die Alpha Legion und all die ganzen Bilder, die wieder vor deinem geistigen Auge nach oben kommen, und das U-Boot. Der Maschinengeist deiner Rüstung wurde ja damals gelöscht, und jetzt, wenn du diese Waffe geführt von deinem Bruder dort siehst, siehst du wohl, wie die Rüstung von dir selbst versagt. Du willst eigentlich deinen Waffenarm wieder rumziehen, merkst aber, wie du stocksteif bist und deine Rüstung dir wohl gerade übel mitspielt. Du drückst nochmal ab, sprengst ein paar Steine weg, und der Ork-Mech-Boss blickt dich mit seinem roten, funkelnden Auge wieder an, gewinnt seine Orientierung zurück, dreht sich um und schlägt nach Cry. 6. Wie 6? 6. 6. Mit seinem Sparky. Ich habe ein W100 gewürfelt. Ja. ja, das würde ich parieren. Versuch's. Das ist weniger Erfolge als er hat. Ja, dann bekommst auch das du. Ist bei Parade eigentlich egal. Ist Parade egal? Ich glaube ja. Es ist aber es reicht immer noch nicht, weil ich nur einen Weaponskill von paar 50 habe. Sehr gut, dann nimm das 24 DS5. Aua. Das ist die Rache. Und zwar, er hat die 6 gewürfelt, also die 60. Was ist das, Körper? Wahrscheinlich. Das ist ja, Kopf. Körper. 60? Ach so. Er hat die 0,6 umgedreht, 60 Körper. Wie viel war das nochmal? Körper. DS5. 24 DS5. Die Wunden, 18, die du auf Relas bekommen hast, reißen wieder auf. Als du deine... ja, das Schwert der Wiedergeborenen nach oben reißt und versuchst zu parieren. Naja, so einen Schlag hatte ich ja nochmal aus. Ah, aber nur noch einmal. Aber nur noch einmal. Gut, dann schlägt er tatsächlich nochmal zu, weil er es kann. 35, hat geschafft. Dann pariere ich nochmal. Talent Wall of Steel. Er ist ein Sturmarin, genauso wie Tordal. Dann würde ich, das würde ich tatsächlich... Schicksalspunkten. Schippen, ja. Dann tu's. 32 yes. Sieht besser aus. Ansonsten wären da dieses Mal noch nur 18 durchgekommen. Ja, und dann ist nach der 15, Octavius hatte geschossen, Ifrit ist dran. Ich brenne die zwei Orksformen nieder. Ja, die würfeln wieder ihren Agility-Wurf, versuchen es zumindest. Nicht geschafft, und dann setzt du das Prometheum in ihre Richtung, drückst ab, tauchst sie in Flammen. Sehr gut. Du kannst nochmal die Horde reduzieren. Und zwar um. Was war der? 1d5 plus 8. Plus 8, genau. 1d5 plus 8. Die Horde ist aktuell bei 11. Mit dem letzten Sprüher würde ich schon mal so Richtung dem letzten Ork rüberschwenken. Also so diese leichten Flammenkegel in seine Richtung drehen, dass er schon mal eine Ahnung hat, was ihn erwartet. Würfel gerne. Könnte sogar sein, dass du in diese Runde noch rumziehen darfst. 12. Dann die Hornstärke war bei 11. Dann ziehst du ihn in dieser Runde noch rum und versenkst den letzten. Orde besiegt. Und nach der 13 ist Cry. Ja, dann gebe ich ihm mal 3 Lightning Attacks. Die erste ist ein 2. Zweite verfehlt. Dritte trifft auch. Er darf einmal versuchen zu parieren. 32 würde er schaffen. Ja, dann pariert er die erste und die zweite. Ja. Hier dann durch. Nimmt er dann, ja. So, 4, 7, 37. 31, das reicht. Dann darfst du ihm den gesamten Körper durchschneiden. Stichst nach ihm, ziehst nach unten, nach oben, und wie durch Butter zerschneidet die Necron-Klinge bzw. die der Wiedergeborenen sein Fleisch, und er geht mit einem letzten Mech-Boss zu Boden. Waren das alle Gegner? Ja. Sehr gut. Scheint so gewesen zu sein. Wir haben nur 11 gezählt mit dem Boss. Aber die Mission ist noch nicht vorbei. Denkt an die Rettungskapseln. Ich werde mal einen Blick auf den zweiten Buggy werfen. Vielleicht können wir den benutzen. Sind das irgendwelche Vorräte, die da Das ist eine, das sind imperiale Container.
Also Standardausführung, der überall abgeworfen wird oder dann im Hafen verfrachtet wird oder sowas. Während ihr die Arena so ein bisschen mustert, euch der heiße Sand noch zwischen den Rüstungsteilen hin und her fegt oder über diesen Platz und dann auch das restliche Prometheum dann eben verbrennt, könnt ihr wohl sehen, wie der Wind nachlässt und dann nach und nach der Horizont verschwindet und zu metallenen Platten werden, zu irgendwelchen Spiegelvorrichtungen. Ihr könnt an der Seite erkennen, wie dort zahlreiche Bolter und auch Witzstationen aufgebaut worden sind, die an den Wänden hängen, allesamt verspiegelt. Und ungefähr 10, 20 Meter neben der Amphitarena könnt ihr dann eine große Tür erkennen, die dann aufgeht und Inquisitorin Quist hereintritt. Also ich möchte mit meinem Kampfmesser, was weiß ich, den kleinen Finger oder sonst was von dem Orc-Boss entfernen und ihn dann Bruder Cry geben und mit den Worten: Vielen Dank für deine Hilfe, Bruder. Das hast du dir verdient. Naja, so ein Zahn wäre viel besser als ein Finger. Ja, ein Zahn wäre gut, ne? Ja, irgendwie so den Eckzahn. Mittlerweile könnt ihr auch über euch erkennen, über euch gibt es zahlreiche metallene Planken, irgendwelche Gitterroste und darüber könnt ihr dann auch wohl den einen oder anderen Deathwatch Marine erkennen von verschiedensten Orden, die euch jetzt teilweise anerkennen, zunicken oder es gibt so zwei, drei Leute, die so ein bisschen traurig den Kopf schütteln und dann gehen. Aber ihr hattet so um die 20 Zuschauer, die euch zugesehen haben. Ihr müsst mir vergeben, Bruder Octavius. Mein Plan war fehlerhaft und schlecht. Nun, auf jeden Fall hast du deine Kerbe gut bereinigt, würde ich mal sagen. Eine außergewöhnliche Waffe. Meine Lords, herzlichen Glückwunsch. Wenn man das so nennen möchte. Nun, ich denke, dass sich die Watch Captains und sicherlich auch der Watch Commander die Sachen von euch hier ansehen werden und dann eine Meinung dazu abgeben. Mir steht das persönlich nicht zu. Ich freue mich einfach nur, dass ihr diese Gefangenen beseitigt habt, nachdem sie unseren Forschungsgelände nichts mehr genutzt haben. Sie sind faszinierend, oder? Sie tritt so ein bisschen nach ein paar Blechen, auf denen irgendwelche aufgemalten Zifferblätter zu erkennen sind. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie das tun. Ich würde es nicht faszinierend nennen. Da habt ihr recht. 1000 faszinierend. Orks primitiv, aber irgendetwas muss ja mit ihnen nicht in Ordnung sein. Wir werden es noch herausfinden. Sie sind eine Seuche, die sich über die Planeten verstreut. Auch das ist richtig. Soll ich die Leichen noch sterilisieren, dass sie sich nicht vermehren? Das werden wir machen, keine Sorge. Die sind unsere Trainingsräume, das wird alles großspurig umgebaut werden. Und die Überreste werden wir dann in unseren Forschungskellern wieder benutzen. Sie zwinkert dir ein bisschen zu. Aber gut, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir noch etwas vorbereitet hatten für euch und auch diese Vorbereitungen sind mittlerweile abgeschlossen. Wenn ihr mögt, könnt ihr eure Sachen in der Armatur bzw. im Requisitorium lassen und dann, wenn ihr mögt, mitkommen. Ich würde mich zumindest freuen. Ja, gerne. Auf dem Weg dorthin gehe ich aber mal näher an Bruder Gabriel und sag: Kannst du mal meinen Unterleib anschauen. Ich bin da ziemlich schwer erwischt worden. Eine ernsthafte Verletzung? Nun, ich bin noch kampftauglich. Aber ich habe 7 Schaden bekommen insgesamt. Nun, kampftauglich, Octavius, glaube ich, bist du bis zum letzten Atemzug. Das sagt also nicht viel über dein Wohlbefinden. Jedoch viel über dem Wohlbefinden deines Geistes. Lass mich dir's mal ansehen. Ja, das sollte schnell gehen. Ich habe da genau das Richtige für dich. Dauert nur einige Handkrämpfe, bis Gabriel, wie du es schon oft von ihm erlebt hast, dir mit seinem Injektor die entsprechende Partie deiner Servorüstung die Flüssigkeiten, du hast keine Ahnung, was das ist, aber gute Flüssigkeiten, wie es scheint, denn nach einigen Augenblicken bist du wieder auf den Beinen. Machen wir eine Medizinprobe, aber die geht eigentlich auf die 100. Ja, du kannst dir 14 Lebenspunkte aufschreiben. Hab Dank, Bruder.
Wie immer ein Vergnügen. Also jetzt bin ich wieder voll. Ihr könnt Adriel Quist über die zahlreichen Stockwerke folgen, über die großen Gänge, die die Watch Fortress zu bieten hat. Ihr wisst zwar, dass die Area auch noch sehr viel größer ist als Hestus, aber auch das hier schon eine erhabene Festung aus uralter Zeit. Sicherlich von irgendwelchen uralten Vorfahren erbaut, vielleicht von den Imperial Fists. Erinnert es zumindest ein bisschen an die Phalanx. Und dann könnt ihr in einer gewaltigen Halle Platz nehmen, die ihr bisher noch nicht gesehen habt. Ihr könnt hier viele große und lange Tische erkennen, an denen nicht nur Brüder von der Deathwatch sitzen, sondern eben auch zahlreiche Menschen. Die Menschen allesamt an einem Tisch, während sich die anderen Brüder doch über die langen Tische verteilt haben. Die Space Wolves sitzen beieinander. An einem Tisch könnt ihr dann noch ein paar Black Shields erkennen, die auch neben denen keiner sitzen möchte und auch die selbst nebeneinander nicht sitzen wollen, sondern wohl viel Platz nebeneinander gelassen haben. An einem anderen Tisch könnt ihr dann wohl gute, eingespielte Killteams erkennen, wo Dark Angels, Imperial Fist und Ultramarines nebeneinander sitzen. Ihr könnt einen Salamander erkennen. An einem anderen sitzen vier Blood Angels neben zwei Raven Guards und einem Salamander. Also ihr könnt ein paar Black Templars erkennen, Flash Terror, vor allem ein paar Storm Wardens. Der Raum ist ziemlich voll und wenn ihr dann nach vorne tretet und Adriel Quist folgt, werdet ihr in so etwas wie einer Bühne, nicht ein Podest, könnt ihr dort stehen bleiben und die Blicke von Menschen und Astartes sind auf euch gerichtet. Mir schwillt die Brust vor lauter Stolz an. Ja, Adriel Quist selbst wird dann zur Seite treten und du kannst erkennen, wie zwei Ultramarines in Deathwatch-Rüstung nach vorne treten. Bruder Toreus und Watch-Captain Andrelus. Watch-Captain Andrelus selbst ist wohl auch gut bekannt mit dem Ordensführer Maneus Kalgar. Bruder Octavius. Watch-Captain Andrelus, eine Ehre. Auch mir eine Ehre. Wir haben uns beraten, sowohl mit den anderen Captain als auch mit dem Watch Commander. Und wir sind nach Beratung mit sowohl dem Großinquisitor als auch mit Inquisitorin Quist darüber in Einklang gekommen, dass wir euch zum Sergeant ernennen werden. Ja, also ich wachs nochmal 2 Zentimeter. Ihr habt auf den verschiedensten Missionen in der letzten Zeit euch sowohl der Death Watch als auch den Ultramarines große Ehre gemacht. Sowohl auf Castobel, gemeinsam mit Tordal und den späteren Missionen, wo ihr ein Tyrannidenschiff gemeinsam mit eurem Bruder Gabriel geentert habt. Eine große Leistung. Ja, ihr Dank. Für ich diene McCrack und dem Imperium. Das tut ihr, Bruder. Ihr habt Avalos gerettet. Ihr habt die Gensaat geborgen, die wir brauchten. Ihr habt eine Gruft auf Karlak entdeckt und dann auch noch Relas verteidigt. Als Gleicher unter Gleichem habt ihr euer Killteam angeführt und zu großem Ruhm. Nun, ich sagte es bereits. Ruhm und Ehre der Deathwatch und McCrack. In Absprache mit Maneus Kalgar ernennen wir euch hier, ich, stellvertretend als Watch-Captain zum Sergeant der Ultramarines. Bruder Octavius, Bruder Sergeant Octavius. Hab Dank, ich werde mich dieser Ehre würdig erweisen. Du kannst erkennen, wie wohl der andere Ultramarine Toreus nach vorne tritt und er hat in seiner Hand eine Kingulum. Die Kingulum Militaris der Ultramarines, ein Gürtel mit Lederstreifen, starkes und flexibles Material und darunter an den verschiedensten, du zählst kurz nach, es sind 7 Streifen, kannst du immer das Ultrasiegel erkennen. Gravierte kleine Plättchen. Er tritt an dich heran. Ich bin gerührt von solch einem heiligen Artefakt. Er tritt an dich heran, gibt dir die Hand zum Kriegergruß und legt dir dann die Kingulum Militaris um. Ja, ich bin sprachlos.
Ja, währenddessen kannst du die Space Wolves grölen hören. Irgendjemand schlägt Becher auf den Tisch. Die Menschen fangen an zu klatschen. Die Ultramarines, die an den Tischen sitzen, prosten dir zu. Irgendwelche Salamanders hufen. Und ja, die ganze Halle ist mittlerweile laut. Für die Deathwatch, Brüder. Und ich erhebe die Faust. Für die Deathwatch. Für den Imperator. So ist es. Ja, so könnt ihr euch dann erst einmal an den großen Tischen, nachdem das alles ein bisschen verklungen ist, setzen. Ja, beliebig viel Platz wäre noch. Ihr könnt euch natürlich auch noch zu den Menschen setzen, die da wohl etwas gedrängter wären. Könnt euch dann aber auch zu den anderen Killteams setzen und seid dann erst einmal wieder unter euch. Während ihr euch so ein bisschen könnt ihr euch die Kikulum angucken, die dann an dem Gürtel herum runterbaumelt von Octavius, könnt ihr dann auch sehen, wie Adriel Quist wieder herantritt. Herzlichen Glückwunsch. Dank. Brüder, das Bier geht auf mich heute. Das höre ich gern. Du hast es wirklich verdient, Octavius. Das steht außer Frage. Mein Glück. Danke, Bruder. Nun, ich sagte ja bereits, dass ich neben diesem Drachenzahn noch etwas anderes vor euch hervorhabe, aber der Tag ist noch immer nicht zu Ende. Und damit schiebt sie dir weitere Pergamente rüber. Beziehungsweise Bruder Gabriel kann sie dann ebenso lesen. Und ja, so wartet euer nächster Auftrag. Sehnsüchtig wende ich den Blick von den Bierkrügen ab. Hin zum Pergament. An Lordgeneral Castus Jagton von Cabertain Oberster Lexograph. Betreff Datenfax über Kontakte zu Aurum. Wie gewünscht übermittle ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung aller Kontaktversuche zu den Einwohnern des Planeten Aurum. Diese Zusammenfassung zeigt eine deutliche Ablehnung jeglichen Versuchs diplomatischer Kontaktaufnahme. Dies unterstützt Ihre These, dass militärische Gesandte vielleicht besser akzeptiert würden. 787.M41. Erster Kontaktversuch von Flottenaufklärungsteam. Empfang ist neutral. Nachträgliche Kontaktanalysen zeigten erstaunliche Rohstoffvorkommen auf dem Planeten. Aurum wird zum Prioritätsziel für Reindoktrination designiert. M789, M41. Größere Kontaktlandschaft nach Aurum entsandt. Delegation umfasst Angehörige der Adepta Ministerium und Administratorum. Verhandlungen entwickeln sich schnell in eine negative Richtung. Adepten des Ministeriums konnten aber bestätigen, dass es noch immer klar erkennbare kulturelle imperiale Wurzeln gibt, ehe sich die Delegation gezwungen sah, den Planeten übereilt zu verlassen. 791 M41. Kapitän Laurel Matthäus von der imperialen Flotte und eine Einheit mit bewaffneter Mannschaftsmitglieder etablieren erzwungenen Kontakt. Die Delegation wird unerwartet freundlich empfangen und kann einen Vertrag zur Etablierung einer imperialen Präsenz in der Hauptstadt Eistand schließen. 798 Kapitän Matthäus im Einsatz getötet. Freihändler Diaz Lan nimmt Verhandlungen neu auf. Übereinkunft über die Etablierung eines kleinen militärischen Außenpostens zum Schutz der wachsenden Zahl von imperialen Zivilisten in Heilstand. Konstruktion beginnt auf der Aspiranz. 802 M41. Diaz-Lan etabliert erneut Kontaktwarnungen, die imperiale Präsenz auf Aurum über Heilstand hinaus auszudehnen scheitern. 809 M41. Diaz-Lan nimmt Verhandlungen erneut auf. Teilnahme an lokalen Kampfspielen, um Ansehen und zur Unterstützung für sein Ansehen zu gewinnen. Muss den Planeten aufgrund von Reptilienbissen in kritischem Zustand verlassen. 816 M41. Diaz-Lan etabliert erneut Kontakt. Aurana weisen Lan zurück und weigern sich, weitere Verhandlungen zu führen, da er kein echter Mann sei, der Imperator beschützt. Diese Welt ist für den Kugelzug von essentieller Bedeutung. Wenn diese Primitiven nur der Stärke respektieren, dann werden wir ihnen eben die Deathwatch schicken. Aurum wird sich fügen, auf die eine oder andere Weise. Korrekt. Und dabei habe ich an euch gedacht. Wie ihr bereits sehen könnt, Aurum liegt hier am Orpheus-Keil, zumindest leicht südlich vom Orpheus-Keil, auch in der Nähe von der Celebus-Kriegszone und dementsprechend, nun, von einiger Wichtigkeit für den Kreuzzug. Die Welt selbst verfügt auch über Mineralien, die vom
Administratum und der Mechanikus geborgen werden wollen. Dies soll euer nächster Auftrag sein. Von Hestus aus brecht ihr auf nach Karlak und von dort aus nach Aurum. Aurum wird uns gehören. Das möchte ich meinen. Wir werden euch auf der Überfahrt mit dem Freihändler Diaslan noch einige weitere Informationen zu Aurum und den Bewohnern geben. Er selbst kann euch sicherlich mehr zu ihnen erzählen, da er, auch wenn nicht lange, bei ihnen gelebt hat oder kurze Zeit unter ihnen geweilt hat. Und auch der Planet selbst ist von einiger Interessanz. Ich kann es kaum erwarten, die Details zu hören. Nun, Details soll es später geben. Ich möchte euch nur nun mit der Ehre vertraut machen, dass ihr wieder in den Orpheus-Kahl zum Großinquisitor geschickt werdet. Eine Ehre, würde Gabriel jetzt sagen. So, verstanden. Wo auch immer wir... Es ist egal, wo wir die Xenos kämpfen, Hauptsache wir tun es. Und das werdet ihr. Aber es geht nicht darum, dass ihr gegen Xenos kämpft. Es geht darum, dass ihr Aurum für uns gewinnt. Laut unseren Aufzeichnungen gibt es dort keine Xenos, sondern nur dieses widerspenstige Volk. Und ihr sollt ihnen zeigen, dass das Reich der Menschen, zu dem sie eigentlich auch gehören, in ihren Augen mehr wert sein sollte. Ich recht in der Annahme, dass wir ihnen die Tugenden von Vulkan zeigen sollen. Ihr meint Menschlichkeit und Barmherzigkeit? Meine Überlebenswille, nun, Entschlossenheit und Kraft. All das, genau. Nun, die Auraner sind groß und stark. Sie erreichen fast sogar eure Körpergröße, weit über 2 Meter. Wenn ihr eure Servorüstung anzieht, dann seid ihr selbstverständlich größer, meine Lords. Aber sie sind auch so schon sehr kampfstark. Es ist eine Urzeitwelt mit nun vielen Hochplateaus und einigen Wäldern in den tieferen Gebirgen. Nun, und sie kämpfen um ihr Überleben, wie es in einer Urzeitwelt eben so ist. Solltet ihr sie in das Imperium eingliedern, dann dürft ihr euch meinetwegen auch darum zanken, welche eurer Orden sie als Rekrutierungsfeld, akzeptiert. Aber das müsst ihr dann unter euch ausmachen. Das kommt sicherlich nicht in Frage. Gabriel schaut ganz überlegt. Aber vielleicht sollten wir das nicht im Vorhinein schon abtun. Wir könnten weitere Rekrutierungswelten gebrauchen. Die Ultramarines rekrutieren nur im Reich Ultramar. Lasst uns erst den Planeten eingliedern und dann feststellen, für welchen unserer Chapters der Planet am besten geeignet wäre. Nun, wie gesagt, eine große Aufgabe, die dort auf euch wartet, und ich möchte, dass sie mit Fingerspitzengefühl angenommen wird. Unsere menschlichen Teilnehmer haben es, wie gesagt, bereits versucht und sind daran gescheitert. Ebenso wie der Freihändler da selbst. Jetzt müsst ihr heran. Zeigt ihnen friedlich und zu ihren Bedingungen, dass sie sich eingliedern werden müssen. Ausgezeichnet. Dann habt ihr eure Aufgabe verstanden. Diaslan wird sich bei euch melden. Ja, sie... Ein interessanter Auftrag, Inquisitorin. Vielen Dank. Ja, sie nickt, erhebt sich, noch einmal alles Gute und geht dann. Wenn ich das Dokument richtig verstanden habe, ist wahrscheinlich der beste Weg, uns über eine Form von Wettkämpfen als die dominante Fraktion zu etablieren. Der geschickteste Weg? Wahrscheinlich, wenn sie hat das Imperium schon mit Diplomatie versucht, also werden wir wohl etwas direktere Methoden herangehen müssen. Wenn ich den Part mit dem Freihändler richtig verstanden habe, er war gut angesehen, weil er mit einer Militäreskorte gelandet ist, hat jedoch bei einem Kampf der Männlichkeit versagt. Wurde verbannt. Das heißt, unseren Aktionsplan, um mal ein wenig vorzugreifen, könnten wir so gestalten, dass wir eine Reihe von Wettkämpfen mit den Einheimischen veranstalten und einfach unsere Überlegenheit demonstrieren. Und die Überlegenheit des Imperiums. Der bewaffnete Nahkampf, das Schmieden, der Kampf des Überlebens. Die Fauna des Planeten könnte sicherlich auch ein Problem darstellen.
Ich werde mich mit den uns bekannten Informationen der Flora und Fauna auseinander gründlich studieren, bevor wir den Planet treten. Nachdem der Freihändler selbst schon Opfer von gewissen Bissen wurde. Wärt ihr bereit, dass wir versuchen, das Ganze mit einer Reihe Wettkämpfe zu regeln? Dann würde ich in diesem Fall eine entsprechende Liste an Wettkämpfen zusammenstellen, mit denen wir die Männlichkeit messen und unter Beweis stellen können, so wie es verlangt wurde. Nun, oder wenn so, der die Einheimischen es scheinbar zu schätzen wissen. Ifrit, wenn dieser Freihändler Diaz schon bei so einer Probe versagt hat, dann haben die vielleicht solche Wettkämpfe schon in ihrer Kultur integriert und dann sollten wir vielleicht genau diese Wettkämpfe auch bestreiten. Das scheint mir auch sinnvoller. Es wäre aber klug, wenn wir sagen, wir bestreiten ihre Wettkämpfe, sie bestreiten die unseren, damit wir so auch Wettkämpfe wählen können, die uns genehm sind, die für uns besser, die natürlich dasselbe aussagen, aber von denen wir bereits die Regeln müssen. Sodass wir vergleichend Wettkämpfe machen können. Beispielsweise jede Fraktion stellt 5 Wettkämpfe. Was fair wäre und was beweisen würde, welche Seite besser ist. Wenn also gar keine so schlechte Idee, unseren, ja. Warum nicht? Wenn wir ihre Wettkämpfe bestehen und sie versagen bei unserem, zeigt das eindeutig, wir sind die männlichen. Wer von denen am schnellsten schreiben kann? Aber ich vielleicht wollen nicht. Die auch Romulaner nicht schmieden. Und da will ich komplett blank angucken. Kann gut das sein. Ich wüsste zwar nicht warum, denn das Schmiedehandwerk ist essentiell für jede Kultur zum Überleben und eine Tätigkeit, die traditionell von Männern durchgeführt wird. Und voraussetzt, dass man über Kraft und Ausdauer verfügt, aber auch über Geschick. Wissen nur nichts über die Kultur und wissen nicht, was in ihrer Hinsicht Stärke bedeutet, aus ihrer Sicht. Dementsprechend wäre es wohl noch nicht allzu gut, solche oder nicht klug, solche Aufgaben zu entwickeln oder sich welche zu denken, bis wir mit dem Freihändler gesprochen haben.